Och Mann, das war traurig. Und dann noch bei Tante Tanja. Baby Khan, wieso ziehst du denn zu Tante Tanja? Du kannst doch nicht Mama Danja verlassen. Das ist nicht so nett. Das tut mir voll leid. Und Mama Danja ist echt traurig. Man sieht es leider. Ich verkaufe ihr einfach alles. Sie verkauft alles. Ist egal. Ist egal. Nein. Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Zock mit mir. Claudio hier mit niemanden. Ja, Leute, ihr könnt es vielleicht schon sehen. Heute geht es um Mama Danja. Und zwar habe ich gesehen, dass Mama Danja auch aus Adopt Me City umgezogen ist. Wieso sage ich auch? Denn leider ist Baby Claudio kein Bewohner mehr von Adopt Me City. Wenn ihr das Ganze noch nicht gesehen habt, dann schaut euch die Folgen unbedingt an. Es ist zwar traurig, aber leider ist es so. Und ich wollte mal, Leute, schauen, warum der Mama dann ja auch aus Adopt Me City umgezogen ist. Hat sie sich mit Baby Khan gestritten? Was war denn jetzt da der Grund? Das würde mich interessieren. Und ich würde sagen, ich würde auch gar nicht viel reden, sondern ich springe einfach direkt ins Video. Hey Leute, was Fluffy! geht? Mama Danja hier. In Adopt Me City. Alleine. Also ich bin nicht alleine, ich bin Fluffy. Und Fluffy, wie geht's dir so? Baby Khan ist ja gezogen. Ach so, weil Baby kann nicht mehr da. Es ist Mama Daniel so traurig. Blocksberg. Hat ja keinen Bock mehr. Tut mir leid. Alles hier gelassen. Draco. Dein Zimmer. Deine ganzen Wertsachen. Alles. Damit er den Blocksberg leben kann. Ja. Bei Tante Tanja. Och Mann, das war traurig. Und dann noch bei Tante Tanja. Baby Khan, wieso ziehst du denn zu Tante Tanja? Du kannst doch nicht Mama Danja verlassen. Das ist nicht so nett. Das tut mir voll leid. Und Mama Danja ist echt traurig. Man sieht es leider. So schnell kann es gehen. Sehr. Hier so alleine zu sein in Adopt Me City ist. Also ich weiß ja, ich bin nicht alleine, aber irgendwie halt schon. Ich will jetzt nicht losrennen und Kind adoptieren. Nicht weinen. Ich kann das zum Beispiel nicht abbauen. Mehr so ein großes Haus. Ich alleine bin. Das bin. Ey, das tut mir voll leid. Das muss sie wirklich weinen. Ey, das finde ich nicht so toll. Ich dachte eigentlich, ich dachte eigentlich, ich würde bei der Reaction nicht traurig werden, aber ich werde ja ganz traurig und das will ich gar nicht. Ich hoffe, Baby Khan kommt zurück und Mama Danja zieht nicht aus. Fluffy hat Hunger. Fluffy hat Hunger, du musst dich um Fluffy kümmern. Du hast ja noch ein Baby. Geld. Also, mir fällt das jetzt schwer. Ja. Aber ich werde. Also, ich muss was verändern, Leute. Okay? Ja. Ich kann so das. Ich kann so nicht weitermachen. Ja, Mama, Daniel, ich sag, was möchtest du denn verändern? Entweder muss ich hier umdekorieren oder was anderes machen. Umdekorieren? Weißt du was, Fluffy? Wir machen uns jetzt einfach einen schönen Tag, okay? Komm mit. Fünf Einhörner? Ich weiß, ihr werdet jetzt alle sagen. Baby Claudio, das Thema ist gerade ernst und Mama Danja ist traurig. Aber sie hat fünf Einhörner. Ich habe zwei Einhörner. Ich habe ja im letzten Video ein Einhorn gezogen. Wenn ihr das auch noch nicht gesehen habt, dann schaut gerne vorbei. Wir haben 100 Pet-Eggs gezogen. Schaut gerne da vorbei. Und Mama Danja hat fünf. Das heißt, eins könnte sie mir abgeben. Die Frage ist nur, wie kriege ich das? Aber obwohl, ich brauche ja dann immer noch eins. Also es macht keinen Sinn. Einfach einen schönen Tag. Zu zweit. Ja, genau.
denk einfach nicht dran, dass Vulkan einfach so abgedampft ist nach Bloxburg. Was will er in Bloxburg? Als wäre mir hier nichts. Es wäre vollkommen egal. So. Egal, was wir alles gemacht haben, getan haben. Ja, vielleicht hätte ich sein Haus nicht verkaufen sollen. Aber das ist uns so. Mama Danja, also was? Also warte, Moment, da war es ja doch Mama Danja schuld. Du hast dein Haus verkauft. Oder irre ich mich? Oder muss ich die anderen Folgen dazu gesehen haben? Ich glaube, das schaue ich mir gleich nochmal an. Das ist bei ihm schon öfter mal passiert. Da musste doch keiner irgendwie zu irgendwelchen fremden Leuten nach Bloxburg ziehen. Okay, das bin ich ja, jetzt lustig. Dann weißt du, was wir machen, bevor wir zelten gehen? Wir holen jetzt noch so ein Lavendel. Ich will jetzt endlich so... Ja, manchmal einen Käfer. Vielleicht habe ich ja wenigstens da Glück. Ich glaube nicht. Ich habe ja schon kein... Ich hoffe nicht. Kind mehr. Aber vielleicht habe ich ja hier gleich Glück. Wer weiß das schon. Mama Danja hat aber gut Kohle, ne? Was machst du da, Mama Danja? Hä? Wo ist jetzt der Lavendel? Sowas schon mal erzählt. Hallo? Mama Danja? Oh, Ladybug. Weh. Tut echt weh, wenn man so alleine gelassen wird. Aber was soll man machen? Man macht einfach weiter. Ich hatte auch nicht mal Glück mit dem Marienkäfer gerade. Okay, das tut mir jetzt nicht leid, um ehrlich zu sein. Aber ich finde es auch lustig. Baby Khan zieht weg und das Erste, was Mama Danja macht, ist Geld ausgeben, damit sie sich einen Marienkäfer kaufen kann. Na gut. Komm mal, Daniel, was hast du vor? Schon ein. Noch ein? Wo hat Mama Daniel das ganze Geld her? Komm, der Goldene muss kommen. Ich glaube einfach mal was gönnen jetzt. Oh, Geld. Yummy, thanks. Noch ein Marienkäfer. Oh, hab ich so Geld. Noch ein? Den kann er doch mal Glück gehabt. Man hatte auch keinen. Hatte auch keinen Diamant, aber. Ein paar Goldene waren schon dabei. Das reicht jetzt, oder? So ein paar hübsche, süße, goldene Marienkäfer. Ich war mir richtig traurig gerade, muss ehrlich gestehen. Die Musik noch. Und dann den Blick zu sehen, wie Mama dann hier so verzweifelt rumläuft. In der Suche, sich ablenken zu können, aber das kann sie nicht. Ich hab mir so viel Mühe gegeben mit Billigern. So viel. Ich hab versucht, alles irgendwie möglich zu machen. Wirklich alles. Sie kann ja Baby René jetzt adoptieren. Der ist ja auch jetzt auch alleine. Haus gekauft. Probleme gelöst für ihn. Wir hatten doch auch schöne Tage zusammen. Ja, das stimmt. Warum tut er denn jetzt so, als wäre das alles nichts mehr wert? Gott, ich verstehe es echt nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich habe alles versucht und dann kommt hier einer um die Ecke und fühlt sich egal. Er kommt hier um die Ecke und alles umgeworfen. Egal, nichts weg, außer Dogma City. Ich verstehe schon, dass er mal ein bisschen Abwechslung wollte, aber dass er da direkt zu jemand Fremdem... Naja, Tante Tanja ist ja nicht so fremd, oder? Sie ist schließlich Tante Tanja. Den er überhaupt gar nicht kennt. Er könnte mir doch vertrauen, wenn ich ihm sage, dass es einfach kein feiner Kerl ist. Könnte er mir doch... Um wen geht's denn jetzt? Jetzt bin ich verwirrt. Sie hat doch gerade gesagt, er geht doch zu Tante Tanja nach Bloxburg. Um wen geht's denn jetzt? Einfach vertrauen. Ja, natürlich bin ich auch ein bisschen eifersüchtig. Natürlich. Ja. Ich meine, wer würde sich nicht schlecht fühlen, wenn man sich ewig um jemanden gekümmert hätte und dann ist der Person einfach egal und sie geht woanders hin. Ich meine, wie... Ich warte nicht auf ihn.
Ich kann auch weiterziehen. Ist dir was? Nein. Ist dir was? Nein. Wir nehmen alle unsere Pets. Wir nehmen alle unsere Pets. Und machen schwindig einfach. Nein, Mama Danja. Ich verkaufe ihr einfach alles. Sie verkauft alles. Ist egal. Nein. Mama Danja, was ist los? Sie meint das ernst. Sie meint das ernst, dachte irgendwie, es wäre vielleicht Spaß, aber sie meint das ernst, sie verkauft gerade alles. Mach hier alles leer. Oh, ich bin gerade echt geschockt. Mama Danja. Mama Danja ist oder zieht wirklich aus Adopt Me City weg. Geht sie Baby Khan. Ich hoffe, dass sie Baby Khan einfach zurückholt, aber warum zieht sie denn dafür aus? Sie hätte ihn doch einfach zurückholen können. Ja, jetzt bin ich irgendwie doch ein bisschen traurig gegen Ende der Reaction geworden. Ja, ich hoffe, Mama Danja zieht zurück nach Adopt Me City. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch unbedingt in die Kommentare, wo Baby Khan jetzt lebt in Bloxburg. Bei wem lebt Baby Khan? Abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!